Essen sind. So. Ja. Also es war sehr, sehr nah. Mhm. Sehr nah, ich spüre das auch. Ja. Mhm. So, ich habe jetzt eine neue Aufzeichnung gestartet, ne, weil dann können wir ein bisschen da reingehen. Du hast noch ein bisschen Zeit. Ich habe heute Zeit. Wunderbar. Ich darf auch ausschlafen morgen. Schön. Okay. Ja, dann vielleicht. Wir grüßen alle. Sorry, es war so intensiv. Ich konnte wenig den Chat lesen. Eine Seele kann sich selbst segnen. Ich segne mich wunderbar, jetzt und immer. Timo, grüße dich. Wo ist der innere Impuls zur Segnung? Ich segne dich. Für mich ist der Segen ist einfach ist wie eine Wertschätzung. Ich bin ein Teil von dir und ich segne dich und segne mich gleichzeitig mich. Ne? Und der Segen ist nicht nur den Großen da und der Ausgebildete vorenthalten. Jeder Oma, jeder Onkel, jedes Kind, jeder kann segnen. Es ist mir erstmal richtig verdeutlicht worden, was wirklich, wirklich ein richtiger Segen oder was so ein Segen bewirken kann und was Segen eigentlich bedeutet. Ja, wow. Segnen ist seliger als Nehmen und Nehmen ist seliger als Geben. Denn das Nehmen wertschätzt den, der gibt. Den gibt. Wunderschön. Mhm. So, Medi hat noch eine tolle Frage. Ich guck mal kurz drüben. Komm gleich. Ne? Vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, wie wir dazugekommen sind. Doch das Medium hat zu spüren, wer was, wie es in ihm, was zu in ihm ist. Uiuiui. Nochmal, hast du es mitgekriegt? Das Medium hat zu spüren, wer was, wie es in ihm was zu in ihm ist. Das nur reine Werkzeug ist eine Abgabe an Verantwortung. Ah, das ist das, was wir letztens Mittwoch, was du erfahren hast, was du dann auch gesagt hast, dass in dem Moment, wenn du die Sachen wahrnimmst, aussprichst, als dass du in dem Moment dann auch die Verantwortung, so verstehe ich das jetzt, dass du, wie es bei der Sabine war, dass du dafür nicht die Verantwortung übernimmst für das. Du bist dann außen vor, du hast dann keine Verantwortung für das, was du wahrnimmst und aussprichst. Und somit kannst du dir nichts... Also er sieht das Medium als Werkzeug und... ist eine Abgabe an Verantwortung, außer es ist 100% besetzt. Besetzt. Besetzt von Energien so ganz, oder von... So ganz verstehe ich es jetzt. Sobald ich Werkzeug bin, gebe ich die Verantwortung ab. So verstehe ich es. Es ist sowohl als auch. Also einerseits sehe ich es ist also eine riesengroße Verantwortung irgendwie, wirklich rein und also das ne, auszusprechen, ist irgendwie schon auch eine Verantwortung, die man hat. Aber gleichzeitig, wenn man sich nicht, so wie wir das Mittwoch erfahren haben in unserem Talentekreis, gleichzeitig, wenn du genau das, was du sagst, ich spüre es so stark und wenn du das aussprichst, du musst es nicht verstehen, was du mit der Sabine gemacht hast. Du hast es ganz klar gespürt und hast es auch in deinem Körper gespürt. Du hast ihr auch gesagt, du übernimmst dafür nicht die Verantwortung. Die Verantwortung trägt sie. Also das kommt mir gerade. Weil
Ja, für mich ist es jetzt nur eine generelle Frage. Ja. Wer trägt die Verantwortung? Oder also ich sehe es auch, ich kriege ganz einfach so eine Assoziation hin zum psychotherapeutischen Bereich, wo Klient gegenüber sitzt. Ne? Mhm. Wer trägt da die Verantwortung? Mhm. Eigentlich der Klient für sich auch. Ne? Ich muss mal gut. Ja, ja. Annette kommt gleich wieder. Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage. Was? Mit, aber warte bis mit der Antwort, bis Annette wieder da ist, dann sage ich es dir inzwischen. Mhm. Weil der Timo schrieb, Medium ist ein reines Werkzeug. Und die Verantwortung und ist eine Abgabe an die Verantwortung, außer man ist 100% besetzt. So habe ich es beobachtet. Und jetzt kam mir der Vergleich, was am Mittwoch geschehen ist. Einerseits ist es ja eine hohe Verantwortung, die man hat, und andererseits aber man hat dann damit nichts zu tun. Also man übernimmt nicht die Verantwortung. Ansonsten zieht man ja was an sich oder mischt sich ein oder wie auch immer. Ne? Mhm. So verstehe ich das, oder? Mhm. Und da wollte Annette noch mal tiefer gehen. Ne? Ja, das wer, ist... Wer trägt eigentlich die Verantwortung? Mhm. So. Wer trägt die Verantwortung, ja. Ah ja, so, Medi, Dankeschön. Mhm. Habe ich das richtig? Mhm. Dankeschön. Das Nehmen wertschätzt. Der hat das Annehmen wertschätzt, den der gibt. Energie ist ein ewiges Geben und Nehmen von Segen, der ewige Austausch. Ja, wer trägt es? Es geht um die Verantwortung. Also ja. Medi hat bestätigt, dass es darum ging, was ich auch ausgesprochen habe. Ach so. Und jetzt geht es nochmal um die Verantwortung. Aber eben, was ist in erster Linie Medium? Ne? Medium, was ist ein Medium? Medium ist die Luft, ist nichts Gewöhnliches. Medium ist das Wasser. Wir haben gesehen, Medium ist ein Telefon. Ne? Ist ein gutes Beispiel. Ne? Medium ist alles, was neutral ist. Was nicht ego-behaftet ist. Deswegen, in dem Moment, wo du, Medium ist der Faden in der Birne. Ne? Da kommt Plus, da kommt Minus. Die Birne sagt, dieser Faden sagt nicht, ich will grün leuchten, ich möchte jetzt, ich bin müde oder ich werde rot, egal. Ein Medium macht das, die Impulse. Mischt sich nicht ein, trägt keine Verantwortung. Ein Medium ist ein Medium, da gibt es keine Verantwortung. Ein Medium hat in der Reinheit zu sein. Wenn ich aber als Medium, wie wir Menschen machen, ah, ich bin jetzt Medium, ich kann das jetzt sehen, ich bin größer als du, und ich zeige es dir, du hast da ein Problem, da eine Blockade, komm zu mir, ich mache sie dir weg. Und dann finde ich weitere 80 Blockaden bei dir und so weiter. Ne? Also nur der Mensch kann in das Medium die eigenen Emotionen, die Gier, das Ungelöste mit reinmischen. Deswegen die Reinheit des Mediums, also das Medium hat einfach wirklich in dieser Reinheit zu sein und er trägt die Verantwortung, das Medium, wenn er etwas selbst einmischt. Zum Beispiel, alle, die massieren, sind irgendwie Medium, weil sie zwischen Spannung und Entspannung da einfach auch massieren. Und viele, die diese Massageausbildung gemacht haben,
die wollten auch da mitmachen, mit den Patienten, mitfühlen. Ne? Und viele haben natürlich, Patient ist glücklich nach Hause gegangen, die Schmerz ist auf den Therapeut gegangen. Ja. Ne? So. Und oder viele, Mensch, jetzt habe ich die negative Energie in meine Klienten bekommen. Ne? Und ich muss mich schützen. So, diese ganze Thematik mit Medium ist eine große Thematik. Denn schützen sollte man den Klient und nicht sich selbst, weil man bekommt diese Energien. Wenn man solche Energien bekommt, dann fragt man sich, aha, in mir, ich habe mich in irgendeine Form eingemischt und war in diesem Sinne vielleicht, wie Medias meint, unverantwortlich. Oder ich habe vielleicht dem Klient was von mir gegeben. Klar, in diesem Sinne verstehe ich schon, was man mit Verantwortung meint. Deswegen, wenn du sagst, ich verstehe nicht, was kommt, dann ist ja perfekt. Alle Informationen, die ich bekomme, die verstehe ich erstmal nicht. Und Existence sagt, ich gebe dir ein Symbol und ich schaue, wie du dich damit verhältst. Wenn du es verstehen willst, bekommst du nicht den zweiten Schritt, weil da hast du dich schon eingemischt. Mhm. So, und natürlich, diese Informationen sind ungewöhnlich, aber wenn ein Blitz jetzt kommt, ist eine Information, auf der Erde ist ein großes Minus, oben ist ein großes Plus oder andersrum, psch, geht ein Blitz. Die Luft als Medium kann nicht jetzt diskutieren, soll ich das machen, soll ich das nicht machen, ist es gut, ah, vielleicht kriege ich was, zack, ne? Ist neutral. Es wird etwas zerstört vielleicht mit diesem Blitz und das Medium hat sich da nicht einzumischen, auch wenn etwas zerstört wird. Eine Vorstellung, ein Gedankenmuster, manchmal werden auch bestimmte Zellen auch zerstört durch Informationen. Und deswegen der erste Schritt für mich war sehr schwierig, mich zu trauen, diese komische Information zu geben. Und ich habe die ersten 3 Jahre, ich hatte immer ein Team von 5 Leuten zusammen, mit Pendel, jeder auf seine, ganz tolle Leute, immer angerufen, war ich gut? Ja, Jeet, das war gut. 5-mal am Tag von Los Angeles, von Brüssel, von Italien, überall wo ich war in der Welt mit dieser Arbeit. Ne? Täglich, 5-mal. War ich gut? Ja, Jeet, das hast du gut gemacht. Also als Akademiker war für mich sowieso unmöglich. Okay, das heißt, das ist der Mut, ist die Information zu empfangen, die kommen sowieso bei allen Lebewesen, das ist Biologie, Medium ist Biologie, nichts Besonderes. Ich sage immer, jede Ratte kann das, jeder Wassertropfen kann das und wir Menschen ist die einzige Intelligenz, die besitzen, ist diese Empfänglichkeit, diese Wahrnehmung. So, dieses Mittel zwischen Himmel und Erde, oben, unten, rechts und links, Niere und Herz oder Bauch und Kopf und so weiter. Und wenn wir im Dienste sind, dann, Sabine bittet mich, dann bekomme ich eine ungewöhnliche Information. Ich mache auch so, Sabine, ich habe eine Information, ein Symbol bekommen. Ne? Kann ich es dir sagen? Das ist ungewöhnlich. Sabine sagt nein oder sagt ja. Gut, dann sage ich ihr dieses Symbol. Wenn sie sagt, ich kann damit nichts anfangen, ich will, sagst, ich möchte keine Antwort von dir. Ich gebe dir dieses Symbol. Lass es erstmal wirken. Wer zu schnell antwortet,
Und dann stelle das nie in Frage. Sie oder? Du. Also, wenn ich ein Symbol bekomme, ist die Realität und es ist richtig. Und ich gebe dir dieses Symbol in der Reinheit. Wenn ich meine Emotionen mitmische, Existenz wird das schon ausgleichen, dass ich Schmerz bekomme oder was weiß ich was, egal was. Ne? Oder etwas nicht stimmt oder und so weiter. Und wenn ich das, dieses Symbol gegeben habe, Knochen oder was weiß ich was, dann ich bin zufrieden, ich bin sicher, ich danke mir, dass ich die Informationen durchbekommen habe, dass ich als Diener der Existenz fungiert habe und ich danke Sabine, dass ich durch sie erkennen konnte, mein System sich gereinigt hat durch diese Information. So, und jetzt, wenn ich das gemacht habe, dieser Ritus, wow, toll, nicht in Frage stelle, ob es stimmt, dann geht es weiter. Dann kann ich selbst systemisch eine Reihe von weiteren Fragen, zum Beispiel, okay, zum Beispiel mit den Knochen, ich fühle jetzt, ob weitere Informationen kommen. Und dann kommen noch etwas, noch Worte, Bilder, Impulse. Oder die Person fragt selbst. Ne? Okay. Zwischendurch lesen? Ja. Also ist ein Medium, wenn es behaftet ist, ohne Absicht? Fragt Timo. Medi, doch wenn ich es nicht verantworten kann, kann es nach einiger Zeit sich nur für was spürt, kann, soll ich es abbrechen? Warte mal. Doch wenn ich es nicht verantworten kann, nach einiger Zeit sich nicht für was spürt, soll ich es dann abbrechen, so verstehe ich es? Mhm. Wenn ich keine hundertprozentige Aufgabe habe, sprich, kein also in Volltranks, schreibe ein bisschen durcheinander. Kein Problem, der Impuls ist einfach auch gekommen. Die Frage ist immer, kann ich was falsch machen als Medium? Und ich sage dir, alles was wir machen, ist falsch. Als Provokation. Wir geben immer falsche Nachrichten weiter. Die ganze Presse ist ein falsches Medium. Die ganzen Medien sind falsches Medium. Wenn jetzt, oh, weißt du, da ist eine Katastrophe passiert, da ein Erdbeben oder die haben diese Revolution gemacht. Die Art, wie ich Informationen des Sabine erzähle. Ich habe diesen Film gesehen. Die wollen Irak jetzt oder das Ding da noch stürmen. Alle negativen Informationen, die wir geben, sind oft unverantwortlich. Also, jeden Fernsehen, alle Filme, die meisten Filme, die meisten Nachrichten, sind alle falsches Medium, unverantwortlich. Das Bildungssystem ist ein falsches Medium, werden geliehene Informationen weitergegeben. Also können wir was Falsches machen? Nein, wir machen sowieso alles falsch. Mit unserem Körper, wir achten das Medium unseres Körpers nicht. Sonst würden wir immer reine Informationen bekommen und immer in erleuchteten Stadium sein. So, die Angst, was falsch zu machen, ist ein Trick des Verstandes, um nicht anzufangen, eine Sache richtig zu machen. Ich weiß, dass es eine Provokation ist, aber ich sage, wenn wir nicht vertrauen und nicht diese Erfahrungen machen, das Medium sein,
was wir sowieso sind. Wir sind Medium von Manipulationen. Wir sind Medium von falschen Ernährung. Wir sind Medium von schädlichen Strahlen. Und ich hoffe, dass man mich nicht missversteht jetzt. Das heißt, wenn wir uns trauen, die Angst, was falsch zu sagen oder falsch zu machen, ist nicht berechtigt. So. Ich würde gerne, dass Annette noch ein bisschen üben kann, spüre ich so. Ich weiß, ja, ich wollte die Grundlagen jetzt, dass Annette die Sicherheit bekommt. Ich denke, dass durch diese Worte ist ganz wichtig, dass wir nichts falsch machen können. Wenn wir dieses Nicht-Falsch-Machen können, akzeptieren, dann geht's ab. Ne? Sonst braucht man 3-4 Jahre. Ne? Ich wollte das einmal mit meiner ganzen Macht und Ermächtigung und Klarheit sagen, ist richtig. Gut, okay. Selbst richtige Botschaften versteht ja auch wiederum jeder, so wie er es annehmen will, verstehen will. Genau, ja. Also was richtig ist und was ist falsch. Okay, dann möchten wir jetzt dich bei dir zu Hause. Wer möchte, dass Annette bei dir zu Hause schaust, ist okay? Immer so. Schauen in deine Wohnung oder in dein Zimmer, was da abgeht. Annette bekommt Symbole und da spielen wir damit und da schauen wir, ob wir damit mitwachsen können. Also wer möchte, dass das eigene Zimmer, Haus oder Wohnung gefüllt wird von Annette? Der Erste, der sagt, kommt dran. Also wer möchte, dass Annette für das eigene Zimmer, Wohnung oder Haus fühlt und sagt, was bei dir sich meldet als Energie. Was ist das? Was ist das für eine Frage, Lijal? Oh Mist, das lassen wir besser sein bei mir, oder? Wir gehen durcheinander. Gut, Lijal hat entschieden. Das ist auch eine Art, sich auszudrücken. Oh, bei mir nicht. Wunderbar. Medi will auch. Okay. Dann lade ich ein, so in diesen Raum der Stille, der Wahrnehmung, der Liebe, der Schönheit reinzugehen und ob du einfach in die Räume von Nijal einfach sehen kannst, was du da siehst. Man sieht natürlich die Sachen, die für ihn wichtig sind. Ne? Also das, ich denke, dass seine Seele gibt ja jetzt Botschaften. So, ich gehe jetzt in Nijals Raum. Raum, ja. Wo er wohnt, zu ja. Hause. Und schau, was da für eine Energie ist. Ja, also. Was ich sehe. Das ist was Dunkles. Das ist was Dunkles. Okay. Und wo? Küche, glaube ich. Küche? Okay. Küche, eine ganz dunkle Ecke. Da sitzt was. Da sitzt was? Ja. Okay. Da kriege ich jetzt so viel. Ja, da sitzt, also da ist was. Okay, ich denke, dass
dass wir weitermachen können. Mhm. Mhm. Gut, was für eine Energie ist da? Ist eine Seele, ist eine Energie, ist ein Feld, ein Magnetfeld. Also da ist was Dunkles, hatte ich vorhin gesagt, und das will nicht weg, das sitzt da fest. Aha, okay. Ja, Nijal, dürfen wir die Taschenlampe anmachen und gucken, oder willst du es behalten? Das dauert immer länger, bis die Worte kommen. Ne? Also googeln ist voll in Ordnung, aber wenn wir die Taschenlampe anmachen, dann gibt es Konsequenzen. Ne? Ist voll in Ordnung. Was er schreibt, ist voll in Ordnung. Wenn wir die Taschenlampe mit der Taschenlampe in diese Ecke da einfach ausschauen. Da kann ein Monsterchen sein, Nijal. Ne? Also gut, aber du hast gesagt, dass wir da einfach die Taschenlampe anmachen können mit allen Konsequenzen. Soll ich? Ja. Er hat was mitgebracht, wo er in die Wohnung eingezogen ist, was nicht bearbeitet ist. Das hat er dort abgelegt. Also er hat eine Energie in diese Wohnung mitgenommen? Ja. Okay. Mhm. Ja, ich denke, dass es jetzt für ihn auf der Informationsebene wichtig ist zu wissen, sich bewusst zu machen, was er da mitgenommen hat, damit er dann Entscheidungen treffen kann. Mhm. So, bei Informationen sind immer gut. Wir wissen alles, aber doch, wenn jemand anderen das spiegelt, sagt, oh ja, der hat es auch gesehen, dann mal gucken. Mhm. Ja, was für eine Energie, ein Thema, eine Emotion, ein Symbol. Es geht um Auflösung. Also Auflösung. Also er hat was vergessen. Das dort abgelegt und kümmert sich nicht darum. Mhm. Ne? Schiebt es hin, obwohl es aufgelöst werden hätte schon müssen. Also er hätte aufräumen sollen und er hat es nicht gemacht. Er hat es immer wieder aufgeschoben und mitgenommen und wieder abgelegt und Jahr später. Okay. Ja, das hört sich gut an, das machen wir vieles. Ne? Jo. Und das hat sich in die Ecke gefressen im Prinzip, also es sitzt wirklich. Und in dieser Ecke ist natürlich alles in Unordnung, weil da in Ecken, wo was ist, da räumt man normalerweise ungern. Mhm. Ne? Okay. Also Nijal schreibt, weil die dunklen Sachen werden etwas anders gezeigt als in Wahrheit, weil kreativer. Allein die Info, dass es etwas gibt, ist schon sehr wertvoll. Da gibt es ein paar... Große Danke bis dahin. Ah, danke bis dahin. Dieses Gefühl mit später ist bei mir im Gefühl, auf jeden Fall in mir. Der hat sich aufgeschoben, lol, und liegt da. Und jetzt guckt doof oder interessiert. Aha. Ja, ich denke, es ist immer alles offen. Ich würde fühlen, wie geht es weiter? Okay, für Nijal, ja, das Erkenntnis, dass er das aufgeschoben hat, ist wertvoll. Also so wie Nijal antwortet, finde ich genial. Und
so einfach auch in meinem Sinne. Ob er anrufen soll, fragte. Gerne. Vielleicht die Skype-Nummer, weil dann brauche ich das Telefon nicht immer zu halten. Ja, du hast ja Skype. Warte mal. Ja, wunderbar. Gerne. Also über Skype, ne? Dann rufe ich dich an. Nicht, dass es da Störungen gibt. Ja, jetzt habe ich so. Danke. Hä? Ist er Telefon holen gegangen? Ach so. Ach, von mir ist angerufen. Ihr habt es angerufen. Von so. Skype zu Skype. Und laut, ja. Nijal? Ja. Grüß dich. Wir haben dich versucht, gerade über Skype anzurufen, weil dann bräuchten wir das Telefon nicht halten. Alles klar, okay. Alles klar. Ein Durcheinander sozusagen. Alles gut. Okay. Ja, du hattest den Impuls anzurufen. Ja, ich muss sowieso schon mal wieder anrufen. Ja, deine Kunst ist natürlich jetzt, Annette die Frage zu stellen, die für dich wichtig sind. Dass ich frage, welche dunkle Sache das ist. Ich denke mal, das wäre auch für mich, es wäre für mich sinnvoll, ja, nur es wäre für mich sinnvoller zu wissen, warum es eher sinnvoll ist, das überhaupt zu wissen. Versteht ihr was, wie ich das meine? Also jetzt eine Sache zu wissen, dass es sowas ist, da gibt es einiges. Und dass ich das einfach so in die Ecke stelle, da bin ich auch ganz gut. Da kenne ich mich selber ganz gut, dass ich mir selber schon bekannt bin, dass ich das gut kann. Also das, ich denke mal, das sollte man an einer anderen Stelle machen. Mal so. Aber die Wichtigkeit in mir, ich kann das nicht so genau beschreiben, aber ich finde eher für meine Stelle auch. Ein bisschen lauter, weil sonst hören die Leute das nicht. Für mich wichtig zu wissen, sagen wir so, wieso ich überhaupt darauf kommen kann, so etwas machen. Also nicht, was es dann ist, denn ich denke mal, das werde ich noch irgendwie rausfinden. Ja. Einiges und das gibt ein Durcheinander, denke ich. Ja, eben, die Frage ist... Nee, es ist so ehrlich, wie du sagst, ja. Also ich finde das so toll, und weil viele denken, oh, ich muss jetzt bitte, ja, machen wir und so, und du bist so ehrlich und sagst einfach, ja, was nun, ne? Also erstmal die Information, hast du gesagt, wie die Information bewirkt, gut, und jetzt was nun? Mir ist aber jetzt eingefallen, warum ich das jetzt eigentlich so gesagt habe. Jetzt komme ich so ein bisschen dahinter erstmal, was ich gesagt habe. Ja. Das ist ja eine grundsätzliche Sache, die irgendwie in mir steckt. In jedem steckt irgendwie etwas. Und dieses hinter der Fassade schauen ist für mich viel, viel interessanter, als jetzt eigentlich zu wissen, was ich da für Dummheiten gemacht habe. Mhm. So ist es vielleicht ein bisschen besser beschrieben, was ich eben meinte. Mhm. So wie Jeet immer sagt, den Schatz dahinter. Ja, sozusagen. Oder das ist was anderes. Die andere. Mir, also, das sind die Richtung. Was auch immer, ja. Ja. Okay, das heißt. Der Schatz bei mir dahinter stimmt, wenn ich mich selber kenne, ist es der Schatz. Wenn ich jetzt mal schauen darf, dann ist es erstmal eine Katastrophe. Na, vielleicht könnte man jetzt schauen,
was für ein Schatz in diese dunkle Ecke, welches Symbol Annette bekommt. Ja, jetzt mit meiner Stimme und weiter sollte das ein bisschen besser funktionieren, deshalb hatte ich auch gedacht, ruf mal an. Ja. Wenn wir schon so weit kommen. Ja, ja, wenn man schon so weit. Okay, dann fragen wir vielleicht, welches Symbol für die Kehrseite des Schatten da ist. Soll ich fragen? Sollen wir fragen? Ja, so habe ich noch nie gedacht. Ja. Dreieck. Das Dreieck. Das Dreieck. Oh, wie schön. Hm. Dreieck ist bei mir eigentlich die Symbolik, das was ich in mir gerne aufbauen möchte, sage ich mal so. Und das hast du im Eck, im Zimmer. Das Dreieck, das ist sowieso seit einiger Zeit in mir drin, dass ich erkannt habe, dass das ist ja sowieso die Struktur des Aufbauen, so ist ja alles in der Natur aufgebaut. Diese Dreieckstrukturen, das alles. Und das ist noch nicht mal nur eine Symbolik, das ist eine Zahlenmystik, das sind Sachen, die danach rauskommen. Ja, das Dreieck, das hat mich beschäftigt in letzter Zeit. Und er ist bei dir, also was machen wir? Was hat dich beschäftigt, was hat dich neugierig gemacht? Und warum hast du es versteckt? Weiterhilft. Da komme ich auf jeden Fall weiter. So hatte ich das mit dem Dreieck mir gedacht. Ja, aber jetzt ist es noch versteckt. Es ist noch versteckt, auf jeden Fall. Ja, ist in der Ecke ganz dunkel. Ja. Kriegst du keine Angst vor dunkle Ecken? Nein, ich denke da anders drüber. Das ist für mich zwar... Dass die dunkle Ecke Angst vor dir hat, oder wie? Wie bitte? Dass die dunkle Ecke Angst vor dir hat. Nein, auch nicht. Also Angst habe ich komplett weggelassen. Da habe ich draus gelernt. Da weiß ich, was Sache ist. Ja, ich habe immer noch, das hatte ich jetzt vorgestern in meiner Sendung gehabt, da habe ich gesagt, ich bin immer noch so drauf, dass ich meine Schmerzen zum Beispiel im Bauch verstecken kann. Einfach, dann tut es weh. Aber dann bin ich mir bewusst, das ist nur gedanklich. Also, so ein Schmerz, der kann mir wenig antun. Egal, ob der jetzt von außen kommt, ob ich mir selber tue oder sonst wie. Das ist ein Schmerz. Ich weiß, das sind nur reine Gedanken. Hm. Und so ist das eben auch bei der Symbolik. Da, naja. Gut, aber jetzt, was machst du mit der Information von Annette? Bis jetzt weiß ich, dass ich da weitermachen kann. Soll. Soll man nicht nur kann, sondern eher soll. Es ist eine Sache, die auf jeden Fall in letzter Zeit passiert ist in mir, die ich mir gedacht habe. Rübergekommen, das stimmt, diese Information ist super toll, genau auf den Punkt gebracht, aber es ist keine Information, die mir jetzt irgendwie Schwierigkeiten bereitet, dass ich mir jetzt sage, ja, das ist ein Berg, den ich jetzt aufarbeiten muss oder so, wie ich weiß nur, dass ich da weitermachen soll, weil ich da sowieso jetzt schon dran bin. Wir könnten ein Symbol für das Aber jetzt schauen, ob es für das Aber ein Symbol gibt. Was für ein Aber? Was hast du da eben für Aber gesagt? Für das Aber, was ich von dir gehört habe. Welches Aber war das? Entschuldigung. Wo war das Aber jetzt eigentlich eingestuft? Ja, überall. Ach so, das ja. Aber ist das denn wirklich ein Aber in meinem Fall? Eben, das können wir schauen, ob da für das Aber in deinem Fall ein Symbol Annette bekommt. Ja, sollen wir? Ja, machen wir es mal so. Aber es ist gefährlich, das zu machen. Ja? Ja. Nö. Okay, ich gut. Weiß, ich weiß da auch schon, was das ist. Aber wenn... Nix aber. Dann kriegst du aber gar nicht mit. Dann ist das für mich überhaupt kein Problem. Okay. Schön, dass es dich gibt. Okay, dann mal schauen, ob was kommt. Also ich würde das Dreieck in einen Kreis... Sagst du mit deiner Stimme? Der Kreis und das Dreieck drin. Mhm. Und das würde ich aber auch, also das meinte Sabine, ich sehe noch was, das würde ich auch sichtbar in der Küche machen. Mhm. Mhm. Das heißt, du machst einen Kreis und damit ist das Dreieck in der Falle und kannst nicht mehr übersehen.
Und dann malst du das oder setzt du einfach auch diese Symbole. Einfach mal machen, ja. Ganz einfach eigentlich. Annette lacht. Ja, ich werde dann sagen, was daraus geworden ist. Also das ist jetzt, wo war jetzt der Kreis und innen drin ist das Dreieck oder was umgekehrt? Das ist immer noch das Aber. Also man kann mit dem Dreieck anfangen oder mit dem Kreis. Das ist eigentlich egal. Aber das ist egal. Hauptsache, das Dreieck ist im Kreis. Aha. Das war, ja. Ja? Ob du jetzt mit dem Dreieck anfängst oder mit dem Kreis, das ist egal. Wichtig ist, das Dreieck ist im Kreis und das ist größer wie, wie heißt das, A4? Und wird sichtbar in der Küche aufgehangen. Ja, mit dem Sichtbaren gibt es ein kleines Problemchen, aber das werde ich auch noch hinbekommen. Also wenn du aber den Kreis in den Dreieck machst, dann hat das Aber gewonnen. Ja, dann ist es wieder andersrum. Aber wir sind ja sowieso immer um 180 Grad gespiegelt, dann wäre es eigentlich nur die Spiegelung da. Für mich ist das auch, wäre das nicht schlimm. Also ich sehe Plus und Minus zwar so, dass es dann eben unterschiedliche Gesetzmäßigkeiten sind, aber das wäre für mich dann nicht schlimm. Also ich habe eben einfach nur gelernt, wenn etwas Negatives kommt, dreh es um 180 Grad und dann ist es das Positive. Aber wahrscheinlich bin ich auch deshalb so ein bisschen einfach manchmal. Darf ich Annette fragen, was passiert, wenn du den Kreis in den Dreieck machst? Na, da kommt es zur Verwirrung. Warte mal. Das weiß ich schon. Was? Da kommt es zur Verwirrung. Darf ich es schon sagen? Ja, darf ich fragen? Ja. Okay. Da kommt es zur Verwirrung. Zur Verwirrung kommt es da. Körperlich und gedanklich. Also wenn du unsicher bist und dich verwirren willst, dann mach es andersrum. Jetzt verstehe ich es auch. Das ist eigentlich mein Symbol. Ja, ganz, da ist diese Genauigkeit wichtig. Aber es ist gut, das zu wissen. Ich meine, ich mache es auch in viele Sachen. Verwirre ich mich auch, ne, das, was ich nicht sehen will. Ne, aber du bist so ehrlich, da kann ich immer Gutes lernen. Ne? Und es war auch gut, dass wir nochmal die 180-Grad-Kehre gemacht haben eben. Ja. Denn dadurch habe ich auch wirklich verstanden, worum es eigentlich geht. Ja. Ja, Annette, hast du noch was? Vielen Dank. Gerne. Die einfachen Sachen sind es mal wieder. Ja. Okay, Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao, tschüss. Eben mit dem normalen Telefon kann man auch, wir haben eine Skype-Nummer auch, ne? Weil dann kann man besser hören, sonst der hört uns nicht, muss ich das Telefon immer halten. Jo. Weiß nicht, Maddy wollte vorhin, weiß nicht, ob noch. Gerne, ja. Ich versuch's. Ja. Oder okay. Tu's. Ja. Also mal gucken, ohne meinen Coach, was geschieht. Nee, das geht nicht. Ich habe einen Versuch. Ich bin da, oder? Ich bin drüben. Nee, mal bitte noch. Okay, gut, noch nicht. Gerne. Das wollte ich eigentlich hören. Okay, Mandy, ja. Also, man kann natürlich auf viele Ebenen schauen. Und natürlich da das Umfeld, da wo man wohnt, die Verknüpfung zwischen Tier und dein Umfeld, das ist immer spannend. Weil da ist verankert man oft. Manchmal sind Sachen da, man geht dahin, weil Sachen da sind und manchmal nimmt man Sachen mit.
Ja, bei Mandy im Raum. Ach so, wir sind bei Mandy ja, schon. Mandy. Was hat die? Ja, die hat da einen Palast, glaube ich, ne? Mit 40 Bediensteten. Leg los bei mir. Bin Uhr. Nee, Maddie. Maddie. Ja. Ach, leg los bei mir, Maddie. Ich muss das mal in Bezug hinkriegen. Ja, ja. Also Maddie hat geschrieben, dass wir bei ihm schauen sollen. Ja, ja, genau. Bei ihr. Ja. Bei ihr, sie, ja. Sie. Ja. Wusste ich jetzt, ich dachte mal, ja, gut. Ha? Sie, glaube ich, hat letztens geschrieben. Bring mich nicht durcheinander, ich denke immer, dass Maddie eine Frau ist. Ich habe auch immer gedacht, männlich, aber letztens hat sie geschrieben, ich bin weiblich. Und ich habe auch gedacht, er ist männlich. Spannend, ja. Das ist ein Anteil von ihr. Mhm. Ja, ja. Sie. Ja. Sie, von ihr. Jo. Ich gucke bei Matti jetzt in der Wohnung. Ja, im Raum, ja. Was ist ich sage Raum allgemein für Zimmer. Manchmal bekommst du einen Hinweis, ne? Zimmer, Wohnung, Haus, egal. Mhm. Dass du die Freiheit hast. Da ist, da drückt was in der Wohnung. Also wenn ich mich der Wohnung nähere, drückt was. Da ist was Drückendes. Ist was Drückendes? Was Drückendes von oben. In der Wohnung oder wenn man es schon beim, so na, schon beim Nähern. An der Wohnung. Also ich bin jetzt gar nicht bis in die Wohnung im Raum gewesen, sondern die Wahrnehmung fing an schon beim Rankommen und da drückt was. Mhm. Gut. Und dann von oben, von der Decke, wenn man reingeht, dann auch von der Decke. Drückt auch was. Ja. Und da wird es ziemlich eng. Okay. Ist das magnetisch vom Menschen gemacht, was schon da war, was mit Mandy zu tun hat, mitgebracht, elektrisch? Das hat... Ich kann es jetzt gar nicht so, ich weiß gar nicht, das hat jemand gemacht. Für sie, kann das sein? Das hat jemand gemacht für sie, okay. Kann man das so sagen? Ja. Von außen? Mhm. Jemand hat eine Störung für sie gemacht. Und deswegen... Ein drückendes. Ja, und deswegen komme ich da auch nicht so richtig... Ja, ja, es kann eine Energie sein. Ein Ex-Partner, ein ist von Menschenhand. Ja, ja. Ich krieg dann eher einen Stopp. Also sie hat einen Stopp bekommen. Von also, Menschen. Das weiß ich jetzt nicht, ich krieg immer dieses Stopp. Es drückt etwas. Es wird enger, es nimmt auch die Luft, schnürt ein und dann kommt auch diese Schrift, Stopp. Okay.
Nee, ich kann da, ich komme nicht weiter rein. Nee, musst du nicht, musst du nicht. Das ist... Musst du nicht. Also, man kann auf weitere Impulse schauen. So, und jetzt ist ein Stopp, was jemand dem Mandy auferlegt hat. Ich frage mich jetzt, ob das Stopp mir gilt oder ihr gilt. Ach so. Das kann auch sein, dass es für mich ist, Stopp, hier ist etwas, wo ich jetzt erstmal keine Informationen weiterbekomme. Ah, okay. Dann, darf ich dich was fragen, weil ich habe einen Impuls gekriegt? Ja, dann muss man vielleicht nochmal Mandy fragen oder die Energie fragen, ob sie gesehen werden möchte. Ne? So eher. Ja. So in der Richtung. Ja. Ich, ja. Also erstmal ist es... okay? Mhm. Okay. Weil ich habe, als es... Achte das Stopp. Okay, gut. Achte das Stopp, sagt Timo. Mhm. Ach so. Mhm. Timo, kennt ihr den? Mhm. Timo, kennen wir dich? Mhm. Wir kennen viele Timo. Frage das Stopp. Achte das Stopp, frage das Stopp. Ja, Frage, schreibt mir die. Soll ich? Also ich kann, wie soll ich mal sagen? Da sind Wesenheiten zugange, wo ich einen Stopp kriege, sag ich mal jetzt so. Okay. Gut. Und es gibt immer so, immer wenn ein Stopp kommt, gibt es eine Sache von der anderen Seite zu sehen. Ne? Das sind Wesenheiten und... Oder Energien. Energien, ja. So, das heißt, wenn ein Stopp kommt, entweder möchte vielleicht Mandy nicht oder hat mit dir nichts zu tun oder sind Ensnaturalen, das heißt Geschichten, die noch weiter da wirken sollen, weil sie mit der Schulung Prozesse, die mit Mandy zu tun haben. Nur wenn du die Informationen bekommen hast, gibt es jetzt was zu tun. Sonst, weil du kannst verschiedene Informationen bekommen, aber wenn die Information gekommen ist, dann gibt es etwas, womit wir weitermachen können. Es sei denn, diese Information wirkt schon. Kann ich Annette eine Frage stellen, weil die ist der so stark, bitte, Entschuldigung. Ist die ganze Zeit schon, als ausgesprochen wurde vorhin, da hat jemand von außen jetzt irgendwie, das war für mich nicht stimmig, irgendwie eine Energie aufgelegt. Also ich habe sofort den Impuls gehabt und wollte dich fragen, Annette, ob du was spürst oder ob du was wahrnehmen kannst. Das war eine klare Entscheidung von Maddie und zwar geht es, sie hat ja was es geht um ihren Schutz. Sie hat also so habe ich es gefühlt, ob du was wahrnehmen kannst in Bezug auf Schutz, dass sie Schutz gebraucht hat und deshalb diese Energie da ist. Also das meldet sich ganz stark. Und dass deshalb jetzt zwischendurch ein Stopp gekommen ist, weil wenn jetzt über die Hürde weitergeschaut wird, hat es Konsequenzen. Ganz klare Auswirkungen, Konsequenzen. Dass dieser Schutz oder wie auch immer, den sie bisher für sich... Okay, wunderbar. Ja. Das, was auch immer, ohne das zu bewerten, gut, schlecht, es war bis dato gut und es war, wie es ist und es war richtig und wichtig, wie auch immer, ob du damit was anfangen kannst oder ob du, sonst können wir es auch so stehen lassen. Nee, wunderschön, aber, wunderschön. Das aber das ist war stimmig. Ganz stark, der Impuls. Das heißt, man holt sich eine negative Energie,
um sich von dieser negativen Energie schützen zu lassen. Ist zwar negativ, aber wenn man die Entscheidung getroffen hat, dann wird, also ohne diese negative Energie, muss man zuerst entscheiden, etwas zu entwickeln und zu erleben und auszuweiten, und dann breitet sich der Schutz aus und dann kann diesen Drücken weg. Also das Drücken ist im Moment hat eine Schutzfunktion. Also ich kann es überhaupt nicht als negativ sehen, weil es kein, also weder noch. Ja, ist egal, das sind, genau. Das sind Definitionssachen. Ja, ne? Ja. Negativ, weil sie ist eine Kraft, die sie nicht lebt, und dann okay. Drückt ein bisschen. Ja. Ne? Ist egal, man kann das so und so nennen. Jeder nennt es anders und jeder hat Recht in der Form, wo er das einfach aussieht. Timo, das Stop löst sich auf, wenn es Zeit ist. Man kann es nicht zwingen, deshalb achten. Timo, Konsequenzen, genau, Sabine, das hat es. Wunderbar. Also Maddy hat eingeladen zu fragen, das Stop. Und es war einfach nur ein Impuls und du kannst... du einen Bezug dazu kriegst oder auch nicht. Also, na, ich denke, ja. Jetzt Maddy, ob du noch Fragen hast oder Impulse, weil es ist für dich, wir können das so stehen lassen oder wir können weiterschauen, drumherum. Es geht nicht um den Stopp jetzt zu fragen oder aufheben, oder, sondern was dir noch gut tut, was dir einfach auch hilft auf der Informationsebene, wann und wenn du willst, neue Türen zu öffnen. Und sonst lassen wir das so stehen. Du spürst das, ne? Dass wir ein bisschen die ganze Zeit hier. Ach so, das kann ja sein. Ja, ich krieg das mit. Was? Ja, ich merke das immer gar nicht. Nee, Annette spürt, also hat ja, die ganze Zeit den Impuls am Hals und ich krieg das mit, dass das damit zu tun hat. Ich merke das immer, wie bei ihr, hier mit Sabine das und jetzt hier. Okay, also ihr könnt weiterfragen. Also Maddy möchte noch Informationen bekommen. Mhm. Gut. Die Frage muss klar sein. Ja, ja, nee, klar. Mhm. Okay. Ja, klar. Ich brauche, dass du mich fragst, dass ich fragen soll. Und es ist gut, wenn Maddy dich konkret fragt, was für sie wichtig ist, oder soll Jeet fragen, oder wie auch immer. Erstmal von Jeet, ja. Von Jeet, mhm. Ja. Maddy hat ja gefragt, oder geantwortet. Ja. Ja, vielleicht nehmen wir an, da ist kein Druck mehr. Was ist das Symbol dafür? Luft. Und eine Explosion. Emotionales oder... Wie sage ich mal jetzt, das ist so ein Steinbatzen, der zerplatzt mit der Explosion. Mhm. Ne? Also wenn man hier, wenn man diese Berge sprengt, puff. Mhm. Mhm. So ein, okay. Das ist ja. Luft. Und da hinein platzt dieser Stein so nach oben. Gut, und das Platzen ist natürlich nicht so lustig, oder? Nicht so lustig. Das ist was, irgendwas... Also ich habe das Wort nur Unrecht, ich kann es aber nicht so richtig ein. Unrecht, irgendwas mit Unrecht. Unrecht. Dass das Unrecht auseinanderbricht, also dass dann
die Wahrheit sich zeigt hinter dem Unrecht oder so? Meinst du das so? Unrecht. In Bezug auf das Stein, oder? Das Unrecht? Und auch auf Matti. Mhm. Ja, ja, klar. Matti, willst du vielleicht anrufen? Es ist vielleicht schön, deine Stimme zu hören. Also aber ruf diese Skype-Nummer an, weil dann wird der bessere Lautsprecher. Ich kriege kein Telefon, wo gutes Mikro, aber der ist gut, wenn du möchtest. Ansonsten kannst du über Skype oder ich kann dir auch, wenn du mir eine Telefonnummer gibst, kann ich dich einfach auch anrufen. War spannend, als du das dann ausgesprochen hast mit Luft und so, dann habe ich auf einmal, musste ich kurz gucken, wie als wenn in dem Moment jemand das Fenster geöffnet hat und da kam auf einmal wie so eine frische Brise. Ach so, hast du? Die Decke hebt sich ab. Wie als wenn auf einmal sich total weit wird und Sauerstoff erstmal da reinkommt. Und, und sich so was aufmacht, ja. Das war spannend. Ist es eine Energie, die es nur heute betrifft oder länger da ist? Das ist eine Frage an dich. Die es nur heute betrifft? Nee, die ist schon lange da. Die ist lang da. Und es hat was mit Unrecht zu tun. Also da ist irgendwas mit Unrecht passiert. Also ist etwas mit Unrecht passiert und könnte sein, dass du da explodierst, wenn dieser Schutz oder wenn diese Glocke nicht da ist und dass du noch ein bisschen Zeit brauchst. Aber die Information, denke ich, dass es einfach auch schon wirkt. Okay, ich bastele mir eine erste Testversion von Dreieck und Kreis außenrum. Nijal, you are the best. Schön. Ja, Mandy, wenn du das jetzt nicht so, du kannst dir jetzt einfach, wenn die Live-Sendung zu Ende ist, kannst du vielleicht auch anrufen, wenn du das noch mit Annette sprechen willst, wenn sie es auch möchte. Ah ja, das kam jetzt so schnell. In welchem Bezug ist das jetzt? Ah ja? Na, ich glaube, jetzt habe ich es gerade gesagt, vorhin auf den Anrufen. Das war das mit dem Unrecht, ne? Ah ja. Oder mit dem Anrufen. Vielleicht kannst du, es kann jetzt auf alles Mögliche sein. Vielleicht kannst du einen Impuls geben, Maddie. Ja, was wir sagen, kommt immer später an. Geht allgemein. Ach, war ja allgemein. Was ist denn schon allgemein? Okay, dann... Oh, es ist echt sehr, sehr mächtig, was du sagst. Das spüre ich total. Ja, ist wunderbar. Ja. Man kann, Informationen sind immer wichtig, ich finde immer schön. Und ein großer Dienst, ne? Wer langsam ist, ist halt langsam. Wunderbar, genau. Okay, Mandy, du kannst jetzt anrufen oder in 2 Minuten kannst du privat. Oder einfach erstmal wirken lassen. Oder wirken lassen, weil ich möchte nicht, dass jemand in der Unsicherheit gelassen wird. Und, aber auch nicht gedrängt wird. Also, kannst du auch außerhalb, mein Gefühl, wenn die Sendung zu Ende ist, kannst du anrufen. Und sonst
Ja, haben wir viel erlebt heute. Immer wenn jemand in die Wahrnehmung geht, geht man nach innen, kreiert immer ein wunderschönes Feld, ein göttliches Feld. Medium. Das Wort Medien kommt vom Medium. Deswegen mache ich diese neue Medien mit Medium. Das ist alles einfach stimmt. Jo, dann nehme ich an, Mandy jetzt, möchte jetzt nicht anrufen. Ich bin zufrieden heute. Mhm. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, sehr, also das... Vielleicht habe ich eine Frage für mich. Danke euch für das Schauen. Bis hier erstmal danke. Mhm. Das habe ich auch so gespürt. Gerne. Dankeschön, ja. Mandy. Danke dir. Es gibt eine Person in Österreich, die uns ein Wohnmobil schenken möchte. Bekommst du ein Symbol, eine Information, was das Ganze rund macht? Wie, was das Ganze rund macht? Was ist das? Gibt es etwas dazwischen in diese... Ach, damit es zum Guten gelingen kommt. Damit also, es geschieht, ja. Oder zur Verfügung, sagt zur Verfügung. Ja. Ist anders. Es gibt eine Person, die einen Wohnwagen zur Verfügung stellen möchte, wie auch immer, in welcher Form. Na, das ist doch nur ein Jahr, fällt mir. Also. Ist noch nicht funktionstüchtig und ist ja, noch einiges diese Person, dazwischen. Diese Person braucht Hilfe, möchte Hilfe haben. Ne? Für sich selbst. Also ich kriege nur immer das Wort ja. Okay, gut. Also es gibt nichts irgendwie, was für uns, wunderbar, was wir tun können oder was. Manchmal braucht man auch nichts, das wirkt immer. Mhm. Okay, dann habe ich noch eine Frage. Mhm. Die Symbole sind toll. In Bezug geografisch, wo wir sein können, weil es noch keine, gibt es eine geografische Bestimmung für Sabine und mich und GTV oder nicht? Also geografisch ist gemeint Stadt oder Land, ja, oder? Ja. Planet auch. Ja, ja. Nochmal. Jetzt nochmal die Frage. Gibt es einen geografischen Ort, was für mich und Sabine und GTV? Ja. Bestimmt ist oder wichtig ist. Jetzt oder später oder? Jetzt oder später. Also jetzt ist erstmal hier wichtig. Aha. Jetzt. Aha. Später was anderes. Das weiß ich, ja. Und wo? Können wir schon uns vorbereiten oder? Schön, die Bestimmtheit, mit der du das sagst, ist wunderbar. Das ist total klar. Also ich weiß, es geht auf den Mond, oder wo? Schickst du uns auf den Mond? Nee, aber irgendwie, also das wird eine Reise nach Brasilien. Eine Reise nach Brasilien? Ja. Ui. Ja. Also kein Wohnen, jetzt in dem Sinne, wohnen dich niederlassen, sondern ein Wirken dort. Okay. Ne, ein Wirken, weißt du, mit K. Ja, ja. Es wird ein Wirken dort geben, aber das ist später. Wirken. Wirken. Wie also später? Nicht im Wirken, du sagst Wirken wie Wirken. Wirken. Wie später? Also, also die nicht vor 3 Jahren, in 3 bis 7 Jahren. Okay. Es ist immer mehr Sicherheit. Du sollst so viele Fragen wie möglich beantworten. Mhm.
Weil so entwickelst du Sicherheit. Mhm. Und zwar echte Fragen, ne? So was wirklich jemand einen braucht. Mhm. Ja, meine Frage ist, ist es, mein Impuls ist immer in die Hingabe und es kommen Impulse, oder ist es wichtig für uns, manchmal irritiert, oder müssen wir eine Ausrichtung geben, damit es kommt? Weißt du, wie ich meine? Nee. Genau, danke. Oh. Es gibt ein gutes, ja, danke. Weil manchmal kommt es so, der Verstand denkt, wir müssen ja den. Okay. Ja, danke. Ach, das war's, ja. Mhm. Ja, gut. Jetzt für diese Frau in Österreich, kann ich was tun? Soll ich aktiv was tun? Hinsichtlich wegen was jetzt? Gesundheit, beruflich? Ja. Gesundheit? Ja. Ob du was. Da gibt es ein Symbol dafür oder ein Satz oder ein Bild? Knie kam mir vorhin. Knie? Also ja, Knie, ein Knie, hm. Knie. Sie sind in die Knie gegangen. Hm. Aha. Hm. Aha. Der Wohnmobil steht seit Jahren und ist fast in die Erde gekniet. Ja, wunderbar. Hm. Steckt fest. Ja, also das heißt, ist nicht nur in Bezug auf Energien, sondern auf alle Ebenen. Dein Kanal ist gut. Mhm. Ja. Das heißt, ich würde einfach auch gezielte Fragen stellen und also richtige Fragen. Ne? Wenn ich in die Mitte gehe, dann erschaffe ich ein göttliches Feld in einem göttlichen Feld. Habgier. Ich sehe Reifen, den Kreis, das Weibliche. Wo? Schreibt Timo. Jetzt weiß ich nicht, ob das in Bezug, haben wir nicht jetzt mitgekriegt, wann das geschrieben worden ist, ob das in Bezug auf das Wohnmobil war mit den Reifen. Hier. Timo schreibt Slowenien. Mhm. Ich sehe das Reifen. Hier ist immer ein Hier. Egal, wo du hingehst, du nimmst dich immer mit. Jawohl. Ja, ich sehe Reifen, das hat mit dem Wohnmobil zu tun. Ne? Ja. Den Kreis in sich kreisen und das Weibliche, was nicht angenommen wurde. Ah, Timo, ja. Wunderbar. Dankeschön. Möchtest du etwas tun? Nein, ich will nichts tun. Ich weiß, dass es nichts zu tun gibt. Nichts tun, es gibt nichts zu tun. Genau. Ja, Wohnmobil. Mhm. Ja, die sind in Schlamm versunken, 4 Jahre lang ein 100.000 Euro wert Wohnmobil, einfach da im Schlamm versunken, im Kreis. Und das Weibliche ist das Thema. Ja. Ja, Kniescheibe. Ja, auch. Ja. Kniescheibe. Spannend auch. Ja. Also, durch das Erschießen ihrer Tiere ist in die Knie gezwungen worden. Mhm. Jo, dankeschön. Jo, dann feiern danke wir jetzt. Danke für euer Mitfühlen, Mitfeiern, Mitimpulse geben. Voll dabei sein, das ist schön. Richtig schön. Ja, was für ein Luxus, dass ihr dabei seid. Was für Luxus, GTV. Menschen wie ihr und wir. Schlamm spielen kann auch Spaß machen. Ja, ja, super. Ja, dann den Segen für alle. Danke, Annette. Hm. Danke, Anneliese. Danke, Sabine. Danke, Tiet. Danke euch und danke an alle Lebewesen und an alle Seelen, die noch nicht open sind. Danke, dass ihr euch entschieden habt, auf dieser Erde zu sein, dass ihr gewartet habt und alles steht euch zur Verfügung, damit ihr ins Licht gehen könnt. Hier auf dieser Erde
gibt es viele Kanäle, so wie Aufzüge. Und gerne stelle ich einen Aufzug zur Verfügung für alle Seelen, die nicht rübergegangen sind. Denn es kann uns, jeder von uns, geschehen. Man verlässt den Körper. Wo bin ich denn? Und man irrt und verirrt sich. Niemand ehrt diese Seelen. Und das sind unsere Verwandte und die sind ein Teil von uns. Alle Seelen aus unserem Familiensystem, die nicht im Licht sind und die umhirren, ist nicht deren Problem, ist unser Problem. Deswegen in alle Kulturen die Ehrung der Ahnen, der Seelen, der Geistwesen, der Wesenheiten auf alle Ebenen. Deswegen gerne stelle ich einen Aufzug zur Verfügung. Der Erde tut das gut, die Erde möchte. Dass diese Seelen nach Hause gehen. Sie sind eine Belastung für diese Erde. Es sind Milliarden von Seelen, die noch da sind, wo sie nicht hingehören, nicht mehr hingehören. Die Erde möchte, dass alle Lebewesen helfen und überall Aufzüge zur Verfügung gestellt werden für den Weg ins Licht. Und ich lade alle ein, die unsicher sind, bei sich zu Hause einen Aufzug zu bauen, zur Verfügung zu stellen. Für diese Seelen. Früher nannte man das Altar. Ist das gleich. Und es ist eine dringende Botschaft der Erde, die ich jetzt bekommen habe. Und ich werde ab morgen anfangen, Botschaften von der Erde und von anderen Planeten, denn Planeten sind Lebewesen, nicht irgendwelche Raumschiff sind da drauf, sondern die ganze Planeten sind Lebewesen. Und wir können jetzt Kontakt aufnehmen, spüren, hören und uns freuen, im Gleichgewicht zu sein, weil es uns einfach auch gut tut, aus purer Egoismus. Es ist ein Aspekt. In diesem Sinne ist das Wirken von Annette und anderen und dein Wirken sehr wichtig. Lass uns diese Arbeit konzentrieren. Und lass uns eine Reihe von Orten aufbauen, nenn es Altar und nenn es Aufzug für die nicht für die unerlöste Seelen. Dankeschön. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich bin jetzt so in dem Gesprochenen mit dem Altar, das finde ich schön und mit den Seelen. Okay. Ja, sehr schön. Das ist durch deine Präsenz einfach auch gekommen. Mhm. Je mehr, wenn man immer im Kreis ist, auch durch die Menschen, auch die jetzt da sind, dann kommen richtige Worte oder immer richtigere Worte. Dankeschön. Danke. Tschüss. Danke an alle und Medi dankt den Energien, aus denen ich immer neu lernen kann. Genau. Mhm. Schön, Dankeschön. Medi. Dankeschön. Danke. Danke auch. Danke. Neuer Star.
ist geboren. Damit. Nee, stimmt nicht. Ich habe die Nachricht gekriegt, ich bin nichts. Erstmal. Das ist aber gut. So, die Wiederholung. In dem Nichts ist alles. Das stimmt nicht. Ah, Moment, ich zeige euch was. Ne? Ach, jetzt. Ja. Ja, nee, ist nur 10 Sekunden. Das musst ihr hören. Das musst ihr jetzt hören.